Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit dir den Verlaufsfilter ansehen. Du kannst dies durch Drücken der Taste M oder durch Klicken des vierten Symbols. Wir sehen uns nun die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten an. Du hast zuoberst die Maskierungsfunktion. Hier kannst du neu bearbeiten oder Pinsel wählen. Für dies müssen wir jedoch zuerst einen Verlaufsfilter aktivieren. Du kannst diesen einfach durch Drücken und Ziehen im Bild aufziehen. Nun siehst du drei Bereiche, drei Striche. Im oberen Teil ist es nun so, dass der Effekt 100% angewendet wird und dann nach unten auslaufend. Wenn du die Maus auf den Punkt setzt deines Verlaufsfilters, dann wird der Bereich, den betroffen ist, rot eingefärbt, oder du kannst auch hier unten auf die Überlagerung klicken oder die Taste O drücken. Nun werden wir Einstellungen vornehmen. Ich werde das Bild oben ein wenig abdunkeln, durch hier diesen etwas nach oben schieben. Dann werde ich den Himmel etwas kühler machen und den Weißwert ein wenig erhöhen, die Sättigung und die Schärfe ein wenig herausnehmen. Nun siehst du, dass du gleich im zweiten Bereich bist oben bei Maskieren. Du kannst nun in die Maske, die hier der Verlaufsfilter anzeigt, wenn du das unten aktivierst oder mit der Taste O, dann kannst du auf den Pinsel klicken und nun unten über diesen Dialog den Bereich, den du nun bearbeiten möchtest, noch erweitern oder entfernen. Bei diesem Bild würde ich vielleicht die blauen Bereiche oben am See unter den Bergen etwas entfernen. Dazu muss ich die Alt-Taste gedrückt halten und bin so auf dem Löschen-Pinsel. Jetzt gehe ich hier einmal darüber und dann siehst du gleich, dass hier der Bereich ausgeblendet wird. Wenn ich hier die Einstellungen anpasse, dann kannst du auch nur mit einmal darüber wischen 100% wegnehmen. Ich bin grundsätzlich hier immer um 50% mit der weichen Kante und dem Fluss und kann so mit mehrmaligen darüberfahren die die Stärke des Pinsels variieren. Wenn dir dies zu wenig genau ist, dann kannst du auch unten auf die Ebenenmasken, wenn dir das zu wenig genau ist und du lieber noch um die Berge oder hier um den blauen Bereich noch eine Maske haben möchtest, dann kannst du unten auf Bereichsmaske ausklicken. Und dann hast du zwei Optionen. Die eine ist, wenn du dies jedoch noch genauer machen möchtest, hast du die Möglichkeit unten über die Bereichsmaske noch zwei Optionen auszuwählen. Zum einen kannst du die Farbe auswählen, dann wird er die Farbe nehmen, die du hier mit der Pipette aufnimmst und diese dann in die Maske einrechnen. Das siehst du jetzt hier, dass das Blaue nicht zu der Auswahl hinzugefügt wurde. Was du auch versuchen kannst, ist über die Luminanz zu gehen. Dann kannst du hier unten den Bereich eingrenzen. Du kannst ihn von unten nach oben ziehen. Dann siehst du hier, das Blau ist schon fast weg. Und du kannst ihn aber auch von oben nach unten ziehen. Je nachdem, wie du die Helligkeit im Bild verteilt hast. Hier ist es natürlich sehr günstig so. Dann hast du mit dem dunklen Bereich die Wälder unten das Blaue entfernt und so nur die Berge und den Himmel ausgewählt. Wenn du hier nun wieder auf die Überlagerung klickst, dann hast du wirklich die Maske gesetzt, nur auf dem Himmel und auf den Bergen und kannst nun auch weitere Einstellungen machen, ohne dass unten die Berge noch ausgewählt sind oder verändert werden. Ich hoffe, das war informativ und du konntest etwas lernen. Wenn du diesen Verlaufsfilter noch anderweitig einsetzt, dann schreib dies doch gerne in die Kommentare.
Wir lesen uns dies gerne durch und können auch noch Erweiterungen hinzufügen.